Ja und am Netz willkommen zu einer weiteren Reaktion auf Star Wars The Bad Batch. Heute Staffel 2, Folge 9, ja, Folge 9, der Übergang. Ja, also letzte Folge oder letzten beiden Folgen ist es ja letzte Woche gewesen. Waren halt sehr gut, also wie gesagt keine typischen Bad Batch Folgen, sondern einfach auf Coruscant, den beiden politischen Folgen, wo wir eben diese Klon-Truppenabschaffung quasi behandeln im Senat. Und am Ende gewinnt Palpatine eben dadurch, dass man diese Attacke auf Kamino eben umdreht und sagt von wegen, ja, das war Rampart und die Klone haben ihm einfach befolgt und ja, deswegen müssen wir diese jetzt abschaffen. Machen daraus jetzt Sturmtruppen. Ja, das ist schon mal richtig cool gewesen. Halt null wegen der Bad Batch, aber halt wegen der Story. Das halt dazu, also es hätte auch so oder so ohne die Bad Batch ganz normal auskommen müssen oder können. Ja, das ist einfach so ein Zusatzding. Echo ist nicht mehr da. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie genau das jetzt behandelt wird, ob er auch eigene Episoden bekommt, aber ich bezweifle es mal, weil wir haben Crosshair doch gar nichts wirklich gesehen. Also eine Folge hatten wir mit ihm in 8 Folgen und die Bad Batch müssen wir natürlich auch noch weiter verfolgen. Also und in den letzten 8 Folgen denke ich mal nicht, dass wir dann noch extra Echo-Folgen bekommen, sondern wird irgendwann wahrscheinlich zurückkommen wegen irgendeiner Mission. Wahrscheinlich das Finale würde ich mal schätzen. Wie gesagt, das hat man wahrscheinlich nur gemacht, weil man nicht weiß, was man Echo anfangen will. Mal gucken, ich denke mal, dass diese Folge wieder Filler sein wird. Mal gucken, vielleicht überrascht mich die Folge auch, keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir jetzt mehrere gute Folgen, wer weiß. Naja, okay, dann lass uns loslegen mit Folge 9 von Staffel 2 von The Bad Batch. Der Übergang, The Crossing. Okay, was ist das für eine Musik? Wieder bei der Bad Batch. Ich meine, jetzt sind so diese Folgen, wir haben ja keine, nicht wirklich viel Footage mehr von den Trailern. Das erwähne ich immer wieder. Aber ist auch wahr. Das heißt, man kann halt ja, gespannt sein, was für Cameos man bekommt. Alles andere ist ja irgendwie. Muss man nicht wirklich gespannt sein. Ist auf jeden Fall auf irgendeinem Planeten. Ich dachte erst so, das sieht ein bisschen aus wie Ryloth, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ja nicht. Schiffskoordinaten zufolge ist das die Mine, die sie erstanden hat. Und unser Auftrag hier ist was? Die Städte nach Ipsium absuchen. Unverarbeitet ist dieses Mineral jedoch höchst explosiv. Wie ein scharfer Thermaldetonator. Klingt gefährlich. Gefällt mir. Das hatten wir ja noch gar nicht. Von wegen, dass wir gefährliches Treibstoff oder Ressource transportieren müssen. Das ist ja was ganz Neues. Okay. Der Sturm entfernt sich von uns. Sollte kein Problem sein. Tech, wir holen das Ypsilon. Wrecker, Omega. Wenn du das erwähnst, dann wird das wahrscheinlich ein Problem sein. Uns ein Mann. Da sind die Pünder. Meine Scans zeigen keine größeren Ypsilon-Ablagerungen. So wie es aussieht, wurde Sid eine längst erschöpfte Mine angedreht. Scan weiter. Dort. Oh mein Gott. Hey, was ist mit dir? Ach, ich habe über Echo nachgedacht. Natürlich. Ihn nicht dabei zu haben, ist komisch. Nee. Ja. Omega, wir benötigen deine Hilfe. Bin unterwegs. Es ist halt so lächerlich. Es fühlt sich überhaupt nicht so an, als wäre das irgendwie richtig so. Also Echo hat nie irgendwas wirklich beigetragen bei dieser Bad Batch, also von daher, warum vermisst du ihn so? Du musst in die Quarzformation bohren, bis du das aktive Ipsium im Inneren erreichst. Toll. Gut. Nochmal. Echt spannend. Ja, ganz unbemerkt, ganz easy. Fliegen wir zurück nach Ort Mantell. Was ist, Hunter? Ja, am Schiff, oder? Wie unser Schiff! Ja, super. Wieder nicht abgeholt.
aufgeschlossen, ganz einfach. Du solltest doch Ausschau halten. Aber da war doch niemand. Das war offensichtlich nicht der Fall. Wir können es sicher irgendwie zurückholen. Das hat wohl nie in Star Wars. Wenn du es nicht aus der Sichtweite gelandet hättest, dann hätte ich vielleicht auch was gesehen. Leider gab es keinen besseren Landeplatz, Wrecker. Man hätte auch einfach am Schiff bleiben können. Wo ist die nächste Siedlung? Vielleicht finden wir dort eine Transportgelegenheit. Das ist halt so lustig. Wie lange das dauern wird? Alles an Bord weg. Ja, da wäre ich auch traurig. Aber es ist halt dumm, wie man das, ne, verloren hat. Ein bisschen erinnert mich auch der Planet an Endors Planet, also wo er aufgewachsen ist. Ich denke halt die ganze Zeit nach, was genau das für ein Planet ist. Wird dir nicht gefallen. Havok 4, hier ist Havok 5. Bitte komm. Echo, bist du da? Er ist zu weit weg. Was ist das? Luft! Irgendein Rudel von Reh-ähnlichen Tieren. Ich würde aufspringen. Aber gut. Wie gesagt, das erinnert mich ein bisschen an dieses Sunny Day in the Void oder sowas, glaube ich, so ist die Folge. Wo auch Tiere einfach langgerannt sind, da hat man einfach sich gesagt, von wegen, ja. Dann springen wir einfach auf. Mein Rücken! Ich empfehle ihn, nächstes Mal nicht fallen zu lassen. Dann schreibst du ihn doch! In Ordnung. Ist das jetzt der Sturm? Ja. Nun, das erklärt jedenfalls die Stampede. Wie gesagt, wäre der einfach aufgesprungen, hätten wir das Problem nicht. Ja, eine Höhle am besten. Es gibt doch eine Mine! 30 Meter vor uns! Ich sehe sie! Der Behälter! Vergiss ihn! Ah, toll. Wieder alles umsonst. Ja, das fühlt sich echt wie eine fette Folge an. Also richtig. Wir sollten anfangen, uns rauszubuddeln. Meinetwegen! Was ist los, Amir? Was guckst du so? Das Schiff ist im Moment nicht wichtig. Als allererstes müssen wir hier raus. Ganz recht. Und es ist unwahrscheinlich, nicht dass den zweiten vor dem ersten Schritt machen. Sowas kannst du nicht sagen. Wir müssen sie uns wiederholen. Wir haben schon Echo verloren. Wir können nicht auch noch sie verlieren. Omega, wir haben Echo nicht verloren. Aber er ist nicht hier. Er ist nicht bei uns. Wir sollten doch eine Einheit sein. Diese Einheit existierte schon bevor Echo ein Teil von ihr war und das wird sie auch weiterhin tun. Was stört dich daran? Omega. Lass mich bitte allein. Wie gesagt, ich würde es gerne verstehen können, warum du so sauer bist, aber ich kann es nicht. Sie kennt die Wahrheit schon längst. Das fühlt sie ja so auf. Ach, was findest du jetzt wieder? Ich will für mich allein sein. Ja, natürlich ist da noch mehr. Ja, sehr viel mehr. Eine kleine Menge Ypsium würde dafür reichen. Wir werden die bekommen. Eine kleine Menge, aber jemand musste sie fallen lassen. In Ordnung. Ja, geh und sieh nach der Kleinen. Aber sie sagte, sie will allein sein. Tech, sie tut sich offensichtlich schwer damit, dass Echo uns verlassen hat. Rede mit ihr. Omega. Ich hab zu tun. Das kann ich sehen. Ist dir bewusst, dass die Ypsium-Vorkommen, die dich umgeben, massiv genug sind, dass ein falscher Schritt zum Einsturz der Höhle führen würde? Ich dachte, wir könnten uns damit vielleicht den Weg freisprengen. Zu dieser Schlussfolgerung bin ich auch gekommen. Kannst du mir helfen? Traust du mir das denn zu, Tech? Es ist mir bewusst, dass du durchaus die Fähigkeit dazu hast.
Schnapp dir die leeren Ampullen aus meiner Tasche. Geht irgendwas hier schief? Wahrscheinlich. Tag! Halt dich fest! Omega! Okay. Man hätte auch einfach fragen können, ob Tag das nicht macht, aber gut. So stur. Das sind wahrscheinlich viel zu stur. Irgendwas ist. Tag, bitte komm. Omega, kannst du mich hören? Da stimmt was nicht. Normalerweise sollte sowas wohl so nicht in Höhen funktionieren. Sieht sehr atmosphärisch aus. Das sind jetzt ganz viele Vorkommen von diesem Epsilon-Ding da. Und wahrscheinlich auch ein Ausweg. Hört ihr mich? Natürlich ist alles wasserdicht, aber gut, das kann ich mir vorstellen. Wir haben einen kleinen Umweg genommen, aber wir sind am Leben. Ja, das war klar, dass man da einen Ausweg hat. Hunter, wir haben einen anderen Ausweg gefunden, aber ihr müsst dazu unsere Ausrüstung bergen. Und dann auch noch schwimmen. Nur haben wir dann immer noch keine Marauder. Und keinen Weg runter von diesem Planeten. Und Echo können wir auch nicht um Hilfe bitten. Wir brauchen keine Hilfe. So wie wir es immer tun. Hm. Alles verändert sich gerade. Und dir bedeutet das nichts. Echo hat uns verlassen. Wieso macht dir das nichts aus? Mir ist bewusst, dass du ihn vermisst. Aber wir müssen uns damit abfinden und weitermachen. Das ist nun mal das, was Soldaten tun. Wir sind mehr als Soldaten. Wir sind eine Familie. Jetzt auf einmal. Oder nicht? Naja, ja, natürlich sind wir das. Aber das bestimmt. Merke ich das dir da nicht an. Echo hat sich für einen anderen Weg entschieden. Genau wie Crosshair. Ich muss ihre Entscheidung respektieren. Und auch wenn es schwerfällt, sie zu verstehen, müssen wir doch mit ihr leben. Ist einfach nicht weint dann hier rum, wenn irgendwas mal passiert. Siehst du? War doch gar nicht so schlimm. Sollte vielleicht auch mal so ein Sauerstoffding mit rein einarbeiten. Warum darf er denn den Knaller zünden? Wenn der Schuss nicht präzise genug ist, könnte die Höhle wieder einstürzen. Also ist Wrecker kein Experte, wie man das macht. Das ist der Raumhafen, aber viel Betrieb kann ich dort nicht erkennen. Hoffentlich gibt's da was zu futtern. Ich hab genug von Feldverpflegung. Irgendwie da wegkommt. Sehen wir es uns an. Oh. Wo sind denn alle? Wegen dem Sturm wahrscheinlich weg. Schon seit einer Weile, wie es aussieht. Also war der ganze Weg völlig umsonst? Nicht umsonst. Diese Anlage erlaubt es mir, eine Langstreckenübertragung zu senden. Läuft leider nicht, Jungs. Ich habe alle Hände voll zu tun. Ihr müsst euch selbst aus der Patsche helfen. Na, wie toll. Sid, du hast uns auf diese Mission geschickt. Ah, oh, meinetwegen. Gebt mir ein paar Tage und ich richte was an. Ach, Mann. Wir haben nicht genug Verpflegung, Femper. Und was machen wir die jetzt? Die werde ich auch nie mögen. Aber gut. Ich würde wahrscheinlich die Bad irgendwann auch betrayen. So wie wir es immer tun. Also die Musik auf jeden Fall ist in der Folge sehr super, aber ja, alles andere. Ja, das war Folge 9 von Staffel 2 von The Bad Batch und ja, sie hat mir nicht wirklich gefallen. Also wie gesagt, hat sehr viel Filler-Charakter. Ja, wir haben unser Schiff verloren, super. Aber sonst an sich war es halt echt
ja, es ist sonst nichts passiert. Omega hat so ein rumgeheult, dass das Echo nicht da ist. Wie gesagt, ich kann das nicht verstehen. Aber wenn keine Beziehung aufgebaut wird, dann warum soll ich dann irgendwie traurig sein? So von wegen, nur weil Omega jetzt anscheinend eine sehr tiefe Beziehung auch mit Echo hatte, die man nie gesehen hat. Ja, wie gesagt, das zeigt noch die Schwäche wieder dieser Serie, die sich einerseits viel Fillerzeit lässt, aber halt überhaupt gar nicht in Beziehungen von Charakteren oder generell so eintaucht. Was mir generell aufgefallen ist, zum Beispiel gegen The Rebels hat Bad Batch überhaupt keine Einzelfolgen, wo man wirklich auf nur ein oder zwei Charaktere guckt, sondern man hat immer die gesamte Bad Batch und dann kriegt man dementsprechend auch nichts Privates oder Persönliches mit, weil einfach immer die Gruppe halt mit dabei ist. Das war halt keine gute Folge. Aber habe ich auch erwartet. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt wieder eine gute Folge nach zwei guten Folgen bekommt. Das war mir auch klar. Dann mal gucken, was nächste Woche kommt. Nächste Woche ist ja die letzte Woche, wo wir nur The Bad Batch haben. Also danach ist ja dann Mandalorian quasi parallel, wo ich mich sehr, sehr, sehr darauf freue. Und ja, dann darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Und ja, gut, dann versuche ich auch diese Staffel hier abzuschließen. Ja, mal gucken, was mit dem Schiff passiert. Also, ob wir das wiederbekommen oder nicht. Ich würde mal nicht sagen, weil wie würde man das dann wieder beschaffen? Keine Ahnung. Ist ein bisschen auch wieder mit Mandalorian, wo das Schiff zerstört wurde. Hier wurde es geklaut. Das dazu. Gut, dann hoffe ich, die Reaktion hat euch gefallen. Bewertet dieses Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.